Alright. Alright, alright, alright. Wie bist du, was studierst du und wo sind wir hier? Mein Name ist Nathan Moïse, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache meinen Master am Sportmanagement und wir sind hier auf der Columbia University, wo ich studiere. Erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Alltag. Wie sieht denn so aus? Ja, also morgens probieren wir immer ein bisschen Sport zu machen und auch zu arbeiten. Mittags gehe ich dann mit meinen Kollegen essen, entweder in der Kantine oder zu Hause draußen. Mittags oder abends finde ich dann in Kuren. Und dann gehe ich entweder etwas mit Kollegen trinken oder einfach hin. Wieso Amerika? Für mich persönlich, weil Amerika in meinem Bereich viel mehr entwickelt ist, also im Sportmanagement. Und wo ich die Möglichkeit habe, für heute zu kommen, sollte ich mir direkt ja, das ist wirklich der Wert. Was über New York hat dich überrascht? Den Dreck und Traten. Vermisst du etwas, wenn du heim, aufgesehen von deiner Familie und Freunden natürlich, weil ja, was? Ja, die kleinen Distanzen. Also hier in Amerika und zum Beispiel in New York, also das ist ziemlich weit von den Nähen und ich vermisse nicht schon, 5 Minuten zu brauchen, für da hinzukommen, wo ich muss gehen. Wie finanzierst du das Ganze? Also schon das Scholarship für Fulbright. Dazu habe ich auch die Bursche vom CDS und auch den CDS Prä. Auf jeden Fall und meine Familie, die mir finanziell hilft. Wofür benutzt du dein Fulbright-Stipendium? Also ein bisschen für alles. Also natürlich für meine Tuition-Fees, für meine Leute zu bezahlen. Und dazu gehe ich auch gerne immer Sport gucken, entweder Baseball, Basket oder auch Tennis, zum Beispiel US Open. Last Frage, was ist dein Rat an eine Person, die in Amerika studieren will? Ich ging so viel Recherche machen. Sie wird für alle Requirements, die ihn muss erfüllen, für das zu studieren, wo er will, oder auch für halt die Studien zu finanzieren.